halt im Urlaub. Und dann das Ganze halt für 12 Tage, also es könnte sein, dass das für 12 Tage kommt. We make the streams louder. Hey Leute, Freezel ist wieder back und ja, und zwar habt ihr nach meinem Tod von Varo nichts mehr eigentlich gesehen. Das lag daran, dass ich keine Zeit und auch irgendwie nicht so viel Motivation hatte, Videos zu bringen. Aber jetzt habe ich wieder richtig Bock und ja, vielleicht haben die ein oder andere bemerkt, dass ich meinen Namen von FreezerDLP zu Freezel geändert habe. Das liegt daran, dass ich schon länger in meinem Kopf Freezel heiße und auch schon länger diesen Namen behalten habe sozusagen, aber irgendwie nie dazu gekommen bin, den zu ändern. Ja, mir gefällt das HDLP einfach irgendwie nicht im Namen und Freeze an sich hört sich einfach nur scheiße an, also einfach nur das Wort Freeze. Das ist auch irgendwie ein bisschen einfallslos. Ja, meine Designs werden noch umgeändert, also der Name in meinem Banner wird noch umgeändert und so weiter. Also keine Angst, das kommt alles noch. Ja, und ein neues Intro habe ich mir auch erstellt, also als Template bearbeitet. Das ist eigentlich ein Template, das so gut wie niemand hat. Eigentlich, ich habe sogar noch ein bisschen verändert, das Template. Also so wie ich es jetzt habe, hat es niemand eigentlich, weil ich habe es halt so verändert. Ja. Oder zumindest wenige, ich weiß nicht. Manche haben es vielleicht genauso verändert. Ich weiß nicht, ob die auf die gleiche Idee gekommen sind. Auf jeden Fall habe ich es so ähnlich, also habe ich halt das Template ein bisschen verändert, habe andere Musik reingetan. Also so wie ich es jetzt habe mit der gleichen Musik, wird es, denke ich mal, niemand anders haben. Und ja, deswegen finde ich es extrem nice. Ja, habe mir dann mal nachmittags Zeit genommen. Das Rendern hat jetzt extrem lange gedauert, aber das war es mir wert. Ja, dafür habe ich auch einen neuen Namen. Übrigens, das E sieht man nicht so gut im Namen. Das war irgendwie nicht gewollt, aber jetzt, wo ich mich daran gewöhnt habe, dass man das eh nicht so gut sieht, finde ich es auch gar nicht mehr so schlimm, sondern sieht doch eigentlich verhältnismäßig, ihr wisst schon, was ich meine, gut aus. Verhältnismäßig gut aus, so. Und es leckt gerade ein bisschen, ich hoffe, es stört euch nicht. Also sieht verhältnismäßig gut aus, dass es eh nicht so sehbar ist. Das hatte ich zwar nicht vor, aber ich bin so dumm, ne? Bin so No-Hand, ne? Sorry, aber es ist spät abends. Hä? Lol. Okay, GG. Egal. Es ist spät abends, sorry dafür. Ja, also das erstmal dazu. Ja, freut euch schon mal darauf. Ja, und dieses Video wird höchstwahrscheinlich am Montag online kommen, also am 29.06. Und da wollte ich euch nur ganz kurz sagen, dass ich erstmal in diese Runde muss. Aber das wollte ich euch nicht nur sagen, sondern ich wollte euch auch noch sagen, dass ich am 30.06., also beziehungsweise ich halt am Montagabend, ich in den Urlaub fahre. Und ich habe zwar Videos vorproduziert, aber das geht einfach nicht mit dem Hochladen. Ganz vielleicht, schaffe ich es noch, diese Videos am Montag hochzuladen und die dann auf geplant zu stellen, sodass ihr vielleicht 2-3 Videos habt oder eins, keine Ahnung, so 1-3 Videos habt ihr dann. Aber dass die Chance besteht vielleicht zu 5%, dass ich das Ganze schaffe. Ich werde es in jedem Fall versuchen, aber wie gesagt, die Chance steht nicht gerade sehr gut. Ja, also ich werde es in jedem Fall versuchen, aber die Chance steht halt nicht sehr gut. Ich wiederhole mich hier, wie weiß es, was weiß ich. Aber ja. Ja, da bin ich wieder. Ich hasse es, wenn ich gestört werde. Ich hasse es einfach. Aber egal. Soll es ja nicht stören. Ja, wie gesagt, ich bin halt in Urlaub. Und dann das Ganze halt für 12 Tage. Also es könnte sein, dass halt für 12 Tage wieder nichts kommt. Tut mir an der Stelle schon leid. Vielleicht habt ihr halt so 3 Videos oder so. Die werde ich dann halt nicht behindert. Ich töte mich 2-mal selber. JJ. Vielleicht überlebe ich ja doch noch. Oh mein Gott. Ja, okay, jetzt bin ich tot. Ja, okay. GG. Ja, ich bin halt nicht der Beste in Minecraft, muss ich nochmal sagen, für alle, die immer neu auf meinen Kanal kommen. Ja, ich denke, ich werde auch mal zwischendurch neue Zuschauer bekommen, hoffe ich doch. Und ja, da muss ich das Ganze schon mal sagen. Ja, also 12 Tage dann halt weg. Eventuell 3 Videos verteilt über 12 Tage. Aber das halt nur ganz vielleicht. Ja, das dann halt so, ja, alle 5 Tage was kommt, aber das denke ich,
nicht, weil, ja, weil das Ganze halt extrem stressig ist mit dem Hochladen. Und dann halt, das sind nämlich extrem lange Parts, die ich vorproduziert habe. Deswegen werden die höchstwahrscheinlich erst nach dem Urlaub kommen. Aber mit etwas Glück, vielleicht nicht. Ja, vielleicht stelle ich ein Part auch in zwei Sachen, dann kommt halt, ihr wisst schon, mehrere Sachen. Wenn ich das mache, dann habe ich, glaube ich, vier Videos. Ja, also das wäre extrem nice, aber wie gesagt, nur ganz, ganz, ganz vielleicht. Sonst kommt halt erstmal wieder nichts. Übrigens ist mir aufgefallen, dass in letzter Zeit mega wenig aktiv auf meinem Channel sind. Ich hoffe, ich bekomme mal wieder neue Zuschauer, jetzt vor allem nach der Namensänderung. Weil manche schreckt vielleicht das HDLP ab. Und ja, also ich hoffe es einfach mal. Wirklich. Habe ich eigentlich einen Teampartner? Ja, Garzon LP oder so ähnlich. Wo ist denn mein Garzon? Spaß. Okay. Also ich finde das Intro auch, was ich so ein bisschen editiert habe, extrem nice. Die Musik auch und ja, also freut euch auf einen, ich sag jetzt nicht Neubeginn, weil es ist ja nur ein neuer Name, aber ja halt, ihr wisst schon, wie ich es meine. Also ich möchte ein bisschen neuer starten, sag ich jetzt einfach mal. Und ja, übrigens fliege ich in die Türkei. Falls euch interessiert. Ja, wird extrem cool, denke ich. Und hat No Knockback? Nee, sah nur so aus, aber der stand hier, steht ja im Busch, also von daher. Oder? What the fuck? Okay, wegen Lex gestorben, Vigil. Ja, ich bin zu unfähig, mich mit der Enderperle zu retten. Ja, wir nehmen jetzt 6 Minuten auf. Also, das war es eigentlich schon alles, also wirklich sorry. Ich spiele jetzt noch eine Runde Skywars. Nee, die Server sind zu leer. Oder doch, da ist ein. Nee, aber ich habe irgendwie gerade keinen Bock auf Skywars. Irgendwie mega komisch, dass ich jetzt sage, Bock oder keinen Bock habe. Ich glaube, ich spiele mal Surf. Einfach mal so ein bisschen random. Bissel. Das ist im Prinzip auch nur so ein Verabschiedungsvideo, sag ich selber mal, dass ich 12 Tage weg bin und höchstwahrscheinlich nichts kommen wird. Höchstwahrscheinlich. Weil ihr müsst euch das vorstellen, das ist extrem stressig. Als größerer YouTuber ist das vielleicht noch okay, weil, ja, ich kann es euch jetzt mal so ganz offen und ehrlich sagen, als großer YouTuber hast du halt die Motivation, dass dir mega, mega, mega viele Menschen zugucken. Wir als kleinerer YouTuber gucken jetzt vielleicht, sag mal, 50 Leute, also meine Videos haben im Durchschnitt so 80 Klicks, davon stellt sich gucken so 10 das Video zu Ende oder 5. Und davon geben dann so zwei einen Daumen nach oben und einer, ein bis zwei schreiben einen Kommentar. Und das ist halt eigentlich nicht das meiste. Und deswegen hat man halt nicht so die Motivation, finde ich. Ich bin übrigens Surf noch schlechter, als ich in sonstigen Spielmodus bin, aber egal. Hab grad irgendwie Bock darauf. Ja, also wie gesagt. Ja, also. Deswegen, also ich hoffe, mir. Kriegt noch bald in den nächsten Tagen ein paar mehr Zuschauer, weil ja, dann habe ich halt auch ein bisschen mehr Motivation. Alter, was ist das denn für ein scheiß Kit? Ja, und deswegen habe ich halt nicht die Motivation, so viel vorzuproduzieren, zumal ich auch kein Konto eingebe, sonst könnte ich wenigstens so 30 € im Jahr mit YouTube machen. Ich meine, es ist jetzt nicht viel, aber ja, es ist schon immerhin Geld. Und ja, aber ich mache das ganze YouTube nur als Hobby, deswegen habe ich erstmal gesagt, nicht erstmal, sondern grundsätzlich, gebe mein Konto nicht ein bei YouTube, weil es halt ein Hobby ist und es soll auch ein Hobby bleiben. Und ich irgendwie, ich brauche jetzt meine 30 € im Jahr, damit ich mir am Ende des Jahres ein iPhone 7S, keine Ahnung, wenn das irgendwann mal rauskommen sollte. erstmal muss eh iPhone 6S rauskommen, aber egal. Oder zumindest iPhone 7. Ich weiß ja nicht, ob iPhone 6S überhaupt kommt. Aber ich denke, darum geht's gar nicht. Ja, wir spielen jetzt einfach mal irgendwie eine Runde PvP noch weiter. Ja, auf jeden Fall mache YouTube halt nur als Hobby und das soll halt auch nur ein Hobby bleiben. Wir jetzt einfach ein bisschen Gun Game. Ich werde wahrscheinlich eh wieder richtig verkacken, aber egal. Und ja, also ich denke, ihr kennt das Prinzip. Und ich will halt kein Geld für YouTube. Mit den 30 € könnte man sich schon ordentlich was kaufen. Da könnte man. Ja, im Prinzip hat man dann, egal, einmal pro Jahr 30 € gespart.
kannst dir ein cooles Spiel vorholen am Ende des Jahres. Also, es ist doch echt so. Also, da hast du drei. Ich meine, Geld ist im Prinzip Geld, wie der schöne Spruch von Vive ist. Aber ich mach's halt nicht, weil YouTube ein Hobby von mir ist und deswegen. Ja. Deswegen ist es halt so. Ja. Trotzdem wäre es halt cool, wenn irgendwann mal wieder neue Abonnenten dazu kommen. In den letzten 2 Monaten kam nicht gar kein einziger, wirklich gar kein einziger Abonnent dazu. Oder in den letzten Monat zumindest. Und das ist halt schon extrem heftig und unmotivierend, aber mir macht YouTube halt immer noch Spaß, weshalb ich es auch natürlich mache. Sonst hätte ich auch nicht die Varo-Parts immer hochgeladen, weil die haben ja auch nicht so viel Klicks, beziehungsweise teilweise gar keine Kommentare bekommen. Und ja, also im Prinzip, ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. Aber trotzdem, mir macht YouTube halt Spaß. Im Prinzip ist bei mir der Spaß an Videos an erster Stelle und die Zuschauerzahl an zweiter Stelle. Und ja, deswegen mache ich halt YouTube noch, wenn mir jetzt nur Zuschauer wichtig sind, dann hätte ich wahrscheinlich kein YouTube mehr gemacht, weil ich habe halt nicht so viele Zuschauer. Aber ja, also es soll jetzt auch nicht so komisch rüberkommen, dass ich jetzt unzufrieden wäre oder so, aber ich habe halt schon nicht die meisten Zuschauer. Weil ich mache jetzt so seit 2 Jahren YouTube. Ich habe in diesen 2 Jahren habe ich jetzt meinen Kanal vor einem halben Jahr restartet. Also sagen wir mal so, mein alter Kanal, also vor meinem Restart habe ich halt 1,5 Jahre nonstop ohne irgendwie welche Pausierung YouTube gemacht. Und ja, im Prinzip habe ich dort halt 300 Abonnenten gesammelt und dann finde ich es halt irgendwie ein bisschen unmotivierend, wenn ich dann Videos von SK, SK wurde gepusht, das ist irgendwie dumm. Ja, okay, die wurden alle gepusht, also SK zum Beispiel, gucke, der macht ein halbes Jahr YouTube, hat jetzt 60.000 Abonnenten. Ich meine, er wurde gepusht und dann nehmen wir jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ich kenne, denke ich mal, mega viele YouTuber, die einfach, oh, bin ich behindert, ich springe gerade einfach ins Wasser, weil ich mich aufs Drehen konzentriere. Ich kenne, denke ich mal, mega viele YouTuber, die halt groß sind und die machen, was viele nicht wissen, erst seit kürzester Zeit, also seit einem halben Jahr YouTube. Das finde ich halt, oh, der hat viel besseres Equipment, wir haben ihn gewackt. Und das finde ich halt extrem unmotivierend, wenn ich dann höre, ja, ich mache jetzt erst seit einem halben Jahr YouTube und finde es extrem krass, 30.000 Abonnenten erreicht zu haben. Ja, und ich da mit 1,5 Jahren YouTube habe dann halt so 300 Abonnenten erreicht. Ja, PC-Gaming gebe ich jetzt zu, mache ich erst seit einem halben Jahr. Aber in diesem halben Jahr kamen vielleicht 50 Abonnenten dazu, also ich denke, ihr wisst, wie ich es meine. Ja, finde ich halt extrem unmotivierend. Und ihr könnt jetzt nicht sagen, dass die größten YouTuber mehr Mühe sich da reinstecken. Ich glaube, viele andere kleine YouTuber, ich zähle mich jetzt einfach auch dazu, geben sich genauso viel Mühe für die Videos. Und ja, also ja. Ich will mich aber gar nicht beschweren, macht YouTube immer noch Spaß und ich freue mich über jeden einzelnen Zuschauer, der bis hier gerade jetzt geguckt hat. Und ja, also ich will mich wirklich nicht beschweren. Ich freue mich wirklich über jeden, der mir bis jetzt zugeschaut hat. Aha, aber wir haben ihn gut getroffen im Prinzip. Ja, also, ich bin behindert. Ich freue mich wirklich über jeden einzelnen Zuschauer, der hier meine Videos aktiv verfolgt oder vielleicht auch passiv, also dass er halt nur jedes zweite, dritte, vierte, fünfte Video guckt, freue ich mich trotzdem drüber. Ja, ich freue mich wirklich über jeden einzelnen Zuschauer, Leute. Ja, ich kann, oder manchmal habe ich halt, gebe ich zu, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie eine Mail bekomme mit neuen Aktivitäten zu deinem Video, ich antworte auf die meisten Kommentare, weil ich kriege halt auch nicht so viele, ich kriege vielleicht 3 pro Video in einem normalen Video. Und dann antworte ich halt eigentlich bei jedem Kommentar mit Danke, wenn jemand sagt, gutes Video. Bloß manchmal antworte ich halt, auch wenn ich nur 2 Kommentare im Video habe, nicht. Das liegt daran, dass ich zum Beispiel jetzt gerade mein Handy raushole, meine Mail checke, neue Aktivitäten zu deinem Video. Ich bin gerade mit 3G unterwegs, kann ich da nicht antworten und zu Hause vergesse ich's. Lass mich so, ich bin nicht extrem vergesslich. Also, falls ich wirklich mal nicht antworte, liegt es zu 99,9% daran. Also, sorry, falls ich euch mal nicht antworte, aber ich bin wirklich für jeden dankbar, weshalb ich auch für jeden Kommentar da, antworte und das, was ich antworte, meine ich auch wirklich sehr ernst.
meine eigentlich so gut wie jeden meiner Kommentare ernst. Außer wenn es jetzt irgendwie so, wenn ich unter GLPs Video kommentiere mit GLP, du kleiner süßer Fratze oder so, das ist ein Insider. Sag ich jetzt einfach mal von GLP. Ja, deswegen, also, da denke ich, wisst ihr schon, wie ich es meine. Oh nice, er hat geliebt. Ja, oder wow, oder so unter GLPs Video. Wow, das ist nicht so gut, weil meine Stimme mega am Arsch ist, abends, beziehungsweise schon fast nachts, okay, ist jetzt 23 Uhr. Beziehungsweise nach 23 Uhr, also so 10 nach 11. Okay, also im Prinzip, ich spiele jetzt noch einmal, bis ich sterbe. Und ich will mich wirklich nicht beschweren, ich bin extrem zufrieden, dass ich wenigstens schon mal so viele Abonnenten erreicht habe, weil es gibt auch Leute, die haben nur 30 Abonnenten oder so und machen auch seit einem Jahr YouTube. Aber trotzdem finde ich es halt so extrem unmotivierend, wenn dann halt nicht so viele zuschauen. Und umso motivierender ist es dann, wenn mal ein Video gut ankommt. Zum Beispiel, das fand ich habe ich so extrem gefreut. Ich meine, das ist jetzt sogar noch ein Extremfall. Ich freue mich eigentlich, wenn ein Video normal gut ankommt, also eigentlich ganz gut für meine Verhältnisse ankommt, dann freue ich mich ja schon, aber es war jetzt ein Extremfall und da habe ich mich mega gefreut. Also nicht denken, dass ich mich nur bei solchen Sachen freue. Nämlich, auf meinem zweiten Kanal habe ich halt ein Tutorial über Blender Intro Editieren gemacht und es kam halt so gut an, dass es mittlerweile 25.000 Aufrufe, 500 Daumen nach oben hat und so weiter und wenige Dislikes. Schon ein paar, aber recht wenige. Und das ist dann halt bei manchen, die entweder nicht vernünftig zugehört haben oder bei denen es halt aus irgendeinem Grund, wie zum Beispiel PC zu langsam, PC zu schlecht, nicht geklappt hat. Das wären halt dann meistens die Dislike und das hat mich dann halt extrem gefreut, dass das Video halt so extrem gut angekommen ist. Und ja, das ist halt nur ein Extremfall. Ich freue mich auch schon, wenn ich irgendwie 6 bis 10 und 5 Kommentare bekomme, also 6 bis 10 Likes und 5 Kommentare bekomme, freue ich mich eigentlich auch schon extrem, dass das Video euch so gut gefallen hat. Also freue ich mich halt schon extrem drüber, wenn das Video halt so gut ankommt und ja, ich hoffe, ihr werdet aktiv bleiben, schreibt bitte fleißig Kommentare, dann motiviert mich das noch extremer weiterzumachen. Also bitte das Video jetzt nicht falsch verstehen, dass ich unzufrieden wäre oder so. Ich denke, ihr wisst, wie ich es meine, halt, dass ich hatte früher halt noch mehr Kommentare als jetzt und das finde ich halt ein bisschen schade, nur weil ich mit PC-Gaming ein bisschen mehr angefangen habe. Ich denke, ihr wisst, wie ich es meine, also wirklich nicht denken, ich bin jetzt unzufrieden, ich fände es nur cool von euch, wenn ihr ein bisschen aktiver seid, das heißt, fleißig Kommentare schreiben, liken, Leute, das ist nur ein Klick bzw. ein Tipp auf eurem Handy, also das ist wirklich nicht so viel Arbeit, einfach mal zu liken. Ja, nicht, dass ich jetzt Liker wäre. Ich denke, wie gesagt, ich habe mein Konto nicht eingegeben, also dient wirklich nur als Motivation und als Unterstützung, dass ich halt weiter Videos mache. Ich werde zwar so oder so weiter Videos machen, aber es motiviert mich einfach extrem, weiter Videos zu machen. Ja, und ich laber jetzt extrem darum rum. Also, falls ihr wirklich bis zum Ende geschaut habt, schreibt einfach mal Keks in die Kommentare oder was weiß ich. Ich denke, es wird niemand bis hierhin geguckt haben, aber wäre wirklich sehr, sehr cool, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Und ja, bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.